Ja, danke. Ja, den längeren Ausfall haben Sie mitbekommen. Mehr als bedauerlich, unfassbar. Eigentlich zwei Symbolfiguren, eigentlich für den Neuaufbau Zickert und Knechte, mit einem hohen Maß an Identifikation. So ein Schicksalsschlag, wenn man dann einen Spieler trifft am Montag in der Kabine und er weint und am Boden zerstört ist, sind das dann echte schwierige Momente. Aber so ist es halt. Wollen wir hoffen, dass die Genesung schnell vorangeht. Wird aber erst relativ spät operiert, weil da sich auch noch andere Sachen gebildet haben, dass eine kurzfristige Operation leider nicht möglich ist. Wenn ich richtig das im verstanden habe, ich glaube am 12.9. Aber bitte jetzt nicht auf einen Tag, kann auch der 11.9. sein oder der 13.9. Ich meine aber um den Dreh. Weil eine Operation im Moment leider nicht möglich ist. Dadurch wird sich das noch weiter nach hinten schieben. Also gehen wir davon aus, dass er in dieser Saison leider für Energie Cottbus nicht mehr spielen kann. Zu den weiteren. Weidlich ist weiter als Putze. Bitte riet dies am Samstag, wie Sie auch mitbekommen haben, wie auch berichtet worden ist, auch verletzungsbedingt ausgeschieden, konnte bisher nicht trainieren. Wir hoffen, dass wir ihn heute, wenn nicht heute, dann zumindest morgen mit dem Training nehmen können und dann entscheiden, ob er für am Freitag zur Verfügung stehen kann. Alles andere von dem großen Kader, von den 34 Leuten, ist dann einsatzfähig.